Beim Memory Game handelt es sich um das klassische Memory-Spiel. Hier können Bild- oder Textpaare gesucht werden. Zusätzlich können noch Audiodateien beim Anklicken der Karten abgespielt werden. Diese Interaktivität eignet sich für verschiedene Einsatzszenarien im Unterricht, beispielsweise zur Wiederholung von Lerninhalten, zum Einstieg oder auch in Gruppen gespielt als Klassenspiel zur Festigung von bereits Gelerntem. Die H5P-Elemente können den Schülerinnen und Schülern per QR-Code oder als Link zur Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich ist auch eine Einbindung in It's Learning möglich. Der Aufgabentyp, den wir benötigen, heißt Memory Game. Mit einem Klick darauf öffnet sich die Eingabemaske. Hier geben Sie den Titel des Memory-Spiels ein. In diesem Fall Instrumentennamen. Nun erstellen wir die erste Karte. Dazu klicken wir auf Hinzufügen und suchen das zuvor abgespeicherte Bild auf unserem Rechner. Klicken dieses an und bestätigen die Auswahl mit Öffnen. Um Barrierefreiheit zu gewährleisten, können wir unter Alternativtext eine Bildbeschreibung eintragen, welche von einem Vorlesewerkzeug vorgelesen wird. Da wir nicht nur Bilder sehen, sondern auch die Instrumente hören möchten, laden wir in diesem Beispiel auch noch eine Audiodatei hoch, welche immer dann zu hören ist, wenn diese Karte im Spiel angeklickt wird. Dazu klicken wir auf das Pluszeichen, wählen die Audiodatei auf unserem Rechner aus und bestätigen die Auswahl mit Öffnen. Nun legen wir das passende zweite Bild an, indem wir wiederum das zuvor abgespeicherte Bild auf unserem Rechner suchen, dieses anklicken und bestätigen. Auch hier besteht die Möglichkeit, einen alternativen Text einzugeben und eine Audiodatei hochzuladen. Unter Beschreibung kann auch ein kurzer Text eingegeben werden, der angezeigt wird, wenn das Kartenpaar gefunden wurde. Unter Erscheinungsbild kann noch ein Farbschema für unser Memory angegeben werden. Indem Sie nun auf Neu anlegen klicken, wird Ihre Aufgabe unter Ihren eigenen Inhalten abgespeichert. Sie können Ihre Aufgabe nun unter eigene Inhalte alle anzeigen, ansehen und natürlich ausprobieren. Selbstverständlich sind auch Änderungen möglich. Die Sie mit einem Klick auf Speichern festhalten. Weitere Interaktionen zu H5P finden Sie auf weiteren Methodenkarten. Viel Spaß!